So, hallo. Das ist mein Ahorn Orange Dream. Azapalmatum Orange Dream. Den ich in der Baumschule in Saulheim gekauft habe. Ich weiß, ich habe jetzt den Namen vergessen. Und übrigens hier ist der andere, der rote, total verwachsen alles und verwildert. Und der hat jetzt schön durchgetrieben. Den muss ich vielleicht einmal ein bisschen zurückschneiden. Jetzt ist Juli. Aber jetzt habe ich was entdeckt. Und zwar da drin. Da ist auch noch eins. Ja, was ist das? Und zwar ist es die Raupe von der Ahorneule, den lateinischen Namen habe ich jetzt vergessen. Dieser Schmetterling legt seine Eier auf Ahorne. Also ich habe den auch noch nie gesehen hier, also das ist das erste Mal. Legt seine Eier auf Ahorne. Und dann schlüpfen dann diese Raupen, die ist jetzt eingerollt, wenn die laufen, sind sie natürlich länger. Das da ist der Rücken mit diesen Punkten und diesen roten Bürstchen. Die sind angeblich bei Berührung, sind die giftig, ähnlich wie bei einem Eichenprozessionsspinner, sollte man es nicht anfassen. So arg giftig werden sie nicht sein. Da habe ich jetzt zwei Stück da dran. Was mache ich jetzt? Die bedienen sich hier und fressen mein Laub. Ich glaube, ich lasse mal. Ist ja keine Plage, wenn es nur zwei Stück sind. So. Ich werde sie vielleicht umsiedeln auf einen anderen Ahorn. Ja, jetzt habe ich sie da oben auf den Ahorn drauf getan. Da oben ist eine. Und hier, da werden die sich wundern, wenn die morgen früh aufwachen. So, jetzt habe ich dem Ahorn ein wenig einen Schnitt verpasst. Ein Sommerschnitt. Damit er wieder ein Licht kriegt. Den langen Ast lasse ich als Opferast stehen. Das soll dann vielleicht die neue Spitze werden. Und die zwei Viecher, die zwei Mädels, die sind jetzt wieder aufgewacht und krabbeln da oben rum. Und da ist die andere. So, das war's dann wieder.